Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück bei Professor Hastig. Ich musste mein Haus umbauen. Ich habe die Stufen falsch gesetzt und habe das einfach mal umgeändert und mein Bett hier oben aufgestellt und Fenster eingebaut. Vielleicht ziehe ich hier bei Gelegenheit auch noch eine Gaube raus. Das weiß ich noch nicht, das möchte ich jetzt nicht machen. Wir haben genug gebaut, das Haus steht. Ich möchte mich ein bisschen nützlich machen bei den Dorfbewohnern. Das heißt, ich werde hier einfach mal die Felder abernten, haben die mir gesagt, soll ich machen. Da war eine giftige Kartoffel, das ist gar nicht gut. Und das Ganze natürlich auch wieder anpflanzen. Muss halt sein, wir wollen ja alle was essen und wir wollen auch für die Tiere genug Nahrung haben. Und deswegen muss das einfach sein. So, und dann haben die mir gesagt, ich soll das einfach irgendwo in eine Truhe schmeißen. Das meiste Essen wird automatisch transportiert. Oh, Mohrrüben zwischen dem Weizen. Alles klar. Das haben die aber nicht gut gelernt. Das macht man nicht. Und hier fehlen Mohrrüben. Naja, mal gucken, ob wir genug bekommen. Vielleicht können wir noch welche nachpflanzen. Das geht ja ziemlich schnell eigentlich. Oh, hier fehlen so viele. Warum fehlen denn hier so viele Mohrrüben? Pflanzen die nichts nach? Da hat irgendjemand geschlammt. Gut, und dann gucke ich mal, ob ich das hier einfach in die Truhe reinschmeiße. Ja. Passt. Und dann werde ich einfach mal die Tiere nachzüchten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele das sind, aber nehmen wir ruhig ein bisschen mehr mit. Das können wir auf dem Rückweg ja wieder abgeben. Oder ablegen, besser gesagt. Oh, hier ist ein Hase noch drin im Stall. Und hier ist auch noch ein Schaf. Das gehört doch hier eigentlich gar nicht rein, denke ich. Hat sich vielleicht verlaufen. So, noch jemand ohne Fahrschein? Ja, Hase, was ist mit dir? Wie kommst du hier in den Stall? So, Tierzucht haben wir schon fertig. Hühner brauchen wir nicht, wurde mir gesagt. Das ist ganz schön umständlich, hier von einem Stall in den anderen zu kommen. Ja, ihr wollt Möhren, ne? Jawohl. Ich weiß nicht, früher haben die Schweine immer bei uns Kartoffeln bekommen. Und die Reste vom Essen, obwohl Reste vom Essen gab es nicht. Meistens nicht. Und heute bekommen die leckere Mohrrüben. Ist für dich kein Schweinchen mehr da? Ja, dann Pech. Na du, Kleines? So, Hoppelhäschen. Jawohl, da kommt ihr alle an. Die Schweine gucken hier durch den Zaun durch. Ja, eigentlich sollte es eher Gänse geben. Es ist ja nun bald, sehr bald Weihnachten. Kommt immer schneller, als man denkt.
Noch habe ich das nicht auf dem Schirm, steht auch noch nicht bei mir im Kalender drin. Das erscheint da immer erst so kurz vor Weihnachten. Ich weiß nicht, wie es in euren Kalendern aussieht. Ob das da genauso ist. Das Fleisch soll ich in den Imbiss bringen. Oh, guten Tag. Ja, ich habe Fleisch. Und hier in den Ofen schmeißen. Warum liegt denn da so ein komisches Zeug drin rum? Hier, hallo. Schwarzpulver, Fäden und... Das ist komisch. Federn? Ja, ich weiß auch noch gar nicht, wo ich alles hinbringen soll. Ich guck mal hier rein. Genau, Schwarzpulver kommt da rein. Oh, die sind aber reich an Lapis. Oh, hier kommen auch die giftigen Kartoffeln hin. Das ist aber komisch. Ach, die Fäden, die muss ich in den Wollladen bringen. Die Federn auch. Entschuldigung. Wo kommen die Federn hin? Ah, in die Schmiede. Hinten. Okay, danke. Also hinten. Was machen denn Federn in der Schmiede? Obwohl vielleicht an Rüstungsteilen war ja manchmal irgendwie so Federschmuck dran an den Helmen. Ja, macht vielleicht doch Sinn. Ach, Schafe, die kann man auch scheren. Aber jetzt bin ich erstmal mit was anderem beschäftigt und dann will ich auch nicht zu viel tun. Die Dorfbewohner, die lungern hier irgendwie den ganzen Tag nur in der Gegend rum und machen gar nichts. Ich habe hier noch keinen gesehen, der hier mal ein Feld bewirtschaftet oder ähnliches. Ich glaube, die brauchen mal irgendjemanden, der da mal ein bisschen durchgreift und denen sagt, wo es lang geht. Ist ja kein Wunder, dass hier keiner mehr im Restaurant essen kommt, wenn hier nie jemand ist. Und ja, hier, das steht. Guck mal, die steht da einfach rum und macht gar nichts. So, da schmeiße ich jetzt einfach in die Kiste hier rein, wie mir gesagt wurde. Mohrrüben und Getreide habe ich genug geerntet für heute. Das sollte reichen. Jetzt bringe ich noch die blöden Federn weg. Oh ja, da kann man sich so ein schönes Kopfkissen machen oder eine Zudecke. Kuschelig. Also die Tür ist blöd. Hilfe. Oh. Oh, guckt mal, da war jemand im Nether. Und zwar sehr fleißig. Ja. Ach, hier ist auch Schwarzpulver. Na, das ist aber eine komische Ordnung. Hier sind die Federn. Das ist gut. Oh, das wird schon wieder dunkel. Dann gehe ich mal schleunigst in mein Haus. Bevor hier noch irgendwelche Monstrositäten erscheinen. Oh, ich höre schon welche. Oh, 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 oh. Jetzt aber schnell.
Kurve nicht. Ja, vielleicht ist so eine Druckplatte, die automatisch die Türen öffnet, auch nicht so gut. Dann kommen nachher hier die Monster rein. Das sollte ich mir vielleicht noch mal überlegen. Ich glaube, ich mache die Tür lieber doch selber auf und zu. Ich werde mir da oben auch noch bei Gelegenheit eine Truhe hinstellen. Ich möchte gerne demnächst verreisen und zwar würde ich gern mal meine Portale ausprobieren. Hier spukt's unten drunter. Oh mein Gott, nicht, dass das meine alten Dorfbewohner sind, die irgendwie wieder auferstanden sind und da unten rumspuken. Jetzt wird mir aber ganz anders. Was bist denn du hier für ein Suppenhuhn eigentlich? Ja, nicht meckern. Ja. Ich möchte demnächst verreisen. Und dazu möchte ich gerne noch etwas mitnehmen. Ein Pferd. Ich müsste mir mein Pferd organisieren. Dann bin ich auch immer schnell von einem Ort zum... Wo habe ich denn hier Eisen? Ich werde mir auf jeden Fall Eisen mitnehmen. Denn im Akaziengebiet gab es ja keine Eisenvorräte und auch keine Schmiede. Und falls mir meine Werkzeuge ausgehen, werde ich mir vorsichtshalber was mitnehmen. Proviant habe ich ein bisschen dabei. Vor allen Dingen Fleisch. Die essen ja kein Fleisch oder nicht so gerne. Die ernähren sich hauptsächlich von Obst, Gemüse und sowas. Was brauche ich denn noch? Ich könnte mir noch ein bisschen Holz habe ich dabei. Das packe ich noch in meine Truhe. Ja, ich möchte noch nicht heute abreisen. Ich möchte hier noch ein bisschen umschnüffeln. Knochenmehl, aha. Erde. Oh, Truhen, das ist gut. Ups. Haben wir gleich mal Licht gemacht hier. Und eine leere Truhe. Na gut. Ich möchte natürlich, falls die Reise gelingt, ein bisschen was mitbringen. Da hatte ich mich ja schon umgeguckt. In der Hütte war ich noch gar nicht. Okay, was haben wir denn hier Feines? Oh, Essen. Also Essen ist ja reichlich da, aber ich fürchte, das vergammelt irgendwann. Ach, guten Tag, Herr Schäfer. Weil so viel können die Dorfbewohner gar nicht essen. Ich habe keine Schere dabei und hier ist auch keine drin, aber ich könnte mir eine machen. Ich habe ja jetzt Eisen dabei. So, und dann werden wir mal die kleinen Schäfchen hier scheren. Das eine läuft schon gleich weg. Da hinten kommt die Wolle rein. Okay, schönen Dank für die Auskunft. Ist ja auch praktisch. Hier braucht man ja nichts mehr irgendwie durch die Gegend schleppen. Den wächst ja die Wolle nach. Das lohnt sich doch. Du auch noch so. Da ist schon wieder nachgewachsen.
Ihr habt ganz schön gesunde Schafe, muss ich sagen. Okay. Du stehst in der Tür. Da geht's für dich nicht rein, Schäfchen. Geh mal weg da. So, und jetzt soll ich das da reinschmeißen? Ach, und das verschwindet einfach. Ach, das ist ja eine tolle Sache. Guckt mal, zack, 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 weg ist es. Und landet hier nebenan im Blumenladen. Ach, das ist doch praktisch, wenn ich das damals schon gehabt hätte. So, jetzt schere ich euch aber nicht mehr. Ich habe jetzt genug hier Schafe geschoren. Du bleibst bitte draußen. Uah. Was für ein greislicher Anblick. Uah. Ich glaube, ich werde mir noch ein bisschen mehr Proviant einstecken. Ich sollte auch mal überlegen, ob ich irgendetwas Tolles für die Bewohner in den anderen Ländern und Dörfern von hier aus mitnehmen soll als Geschenk, aber ich bin mir nicht sicher, was. Irgendwas Ungewöhnliches vielleicht. Vielleicht ein paar Blumen. Blumen ergeben Farbstoffe und so, dann, ja, das wäre vielleicht eine Idee. Blumen habe ich ja eigentlich genug hier. Ja, ich denke, diese roten und gelben, die wachsen ja überall. Aber hier sowas zum Beispiel. Die lässt sich nicht pflücken, die hat aber feste Wurzeln, meine Güte. Hier sind ein paar Tulpen. Oh, pink, ja, das ist auch nicht schlecht. Oh, hier läuft ja auch ein buntes Schaf. Warum sind die alle Schafe gefärbt oder wie? Das finde ich ja lustig. Die wollen alle nicht mitkommen. Die haben hier sehr starke Wurzeln. Wahrscheinlich ist hier so ein fester Boden. Lehmboden oder irgend sowas. Ich könnte ja mal so ein paar Löwenzahnblumen mitnehmen, dann kann ich die Hasen damit vermehren. Dann brauche ich da keine Mohrrüben für ausgeben. Hier wachsen ja gerade so viele. So, also bis da hinten renne ich jetzt nicht hin. Was haben wir denn da? Ja, das muss einfach reichen. Und dann werde ich mal gucken, was wir hier noch an Edelsteinen haben. So kleine Gastgeschenke sind ja immer ganz nett, kommen ganz gut an und stimmen ja die Dorfbewohner in den fremden Dörfern ja, sehr freundlich halt. Man muss da ja nicht gleich mit dem Schwert angerankommen. So, dann schauen wir mal. Also Diamanten wollte ich jetzt nicht unbedingt verteilen. Vielleicht haben wir ja noch ein paar Smaragde. Da stehen die am... Oh ja. Dann nehmen wir mal ein paar Smaragde mit. Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Hier ist auch noch Feuerstein. Naja, komische Ordnung hier. Aber gut, bei so wenig Leuten ist das auch kein Wunder. Ich denke, wir haben die Hühner gesattelt. Ja, da gackert es auch schon. Na, was guckst du? Müsst ihr hier umbauen?
Ja, dann geh aufs Feld und mach da ein bisschen die Mohrrüben. Guckt sich hier Löcher in der Luft. Die Else. Ist ja nicht wahr. Also nein, die heißt nicht Else, aber ich sag das einfach so. Bisschen futtern hier. Von so viel Arbeit kriegt man auch viel Hunger. So, das lasse ich hier und den Rest werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Schere lasse ich auch hier. Ja. Ja, jetzt wird es auch schon wieder dunkel. Das ist ganz gut, dass ich noch nicht abgereist bin. Ich werde das dann lieber am nächsten Tag gleich in den frühen Morgenstunden machen. Dann habe ich noch genug Zeit, mich mit den Dorfbewohnern zu unterhalten und die kennenzulernen und ein bisschen auszuquetschen. Ja, ich sage bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Professor Hastig.